Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 26. Juni 2018? Seit einigen Tagen habe ich kein Tageshoroskop veröffentlicht und das hat mehreren Gründen gehabt. Erstens habe ich viel zu tun, zweitens war die Sommersonnenwende und sehr viele haben sich angemeldet und sie haben auch die Energie gespürt, das hat Erfolg gehabt. Und ich habe die Entscheidung getroffen, in Zukunft regelmäßig Wunscherfüllungsritual zu machen. Alles ist kostenlos. Und Sie haben keinerlei Verpflichtungen. Sie können jetzt schon für die nächste Wunscherfüllungsritual anmelden. Ich werde dann die Anweisung und auch die Datum, die genaue Zeitpunkt dann auch mitteilen per E-Mail. Ich berechne das genau astrologisch, immer die passenden Tage, damit die Wunsch zum Erfüllung geht. Und diese Wunscherfüllungsritualen kommen dann regelmäßig. Alles ist gratis. Dann die Neuigkeiten. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel Gedanken gemacht und orientiere ich mich neu. Ich gehe in eine andere astrologische Richtung und das ist die indische Astrologie. Erstens, weil mich das fasziniert, alleine von Mondhäusern und natürlich die indische Astrologie geht in Richtung Mondkalender, aber auch wegen der Berechnung. Es gibt die tropischen Tierkreiszeichen und die sidirischen Tierkreiszeichen. Das sind andere Berechnungen und die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen nach diesen sidirischen Tierkreiszeichen. Und was ist der Unterschied? Unsere Sonne und das gesamte Sonnensystem macht auch eine Bewegung. Und das ist der platonische Jahr, etwa 26.000 Jahren. Es ist eine Gegenbewegung, also die Tierkreiszeichen nicht wie wir das kennen nach dem Reihenfolge, sondern eine andere Richtung. Das ist wie eine spiralförmige Bewegung. Anderes als die Planeten sich bewegen durch den Tierkreiszeichen. Die Sonnensystem macht auch diese Bewegung natürlich viel, viel langsamer in eine andere Richtung und das ergibt sich diese spiralförmige Bewegung und die indischen Astrologen berücksichtigen diese Präzession, nennt man das, dass auch die Sonnensystem auch eine Bewegung hat, was wir als platonischen Jahr nennen und ein Monat, ein platonischer Monat, das sind die Zeitalter, Wassermann-Zeitalter leben wir gerade. Bis etwa 2000 waren wir noch im Fischenzeitalter, jetzt ist die Wassermann-Zeitalter begonnen und das hängt damit zusammen. Und durch diese Bewegung, was die Sonnensystem macht, verschiebt sich die Frühlingspunkt und diese Verschiebung berücksichtigt die indische Astrologie durch ihre Berechnungen. Und das, was mich beeindruckt, und ich werde in Zukunft mehr in indische Astrologie vertreten, auch hier im Tageshoroskopen. Das heißt, immer wieder kommt auch dazu die indischen Mondhäuser und natürlich auch die Berechnung nach der indischen Astrologie. Also nicht wundern, dass es Neuigkeiten gibt. Und für den heutigen Tag. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf und das bedeutet für die Krebsgeborenen, etwas kommt ins Licht. Entweder suchen sie die Wahrheit oder sie erfahren die Wahrheit oder sie betrachten das ganz genau, die öffnen die Augen für etwas.
aber bedeutet auch die Bedürfnisse wahrgenommen werden und tatsächlich werden die Krebsgeborenen gerade wahrgenommen. Kommt ein Einfluss von außen, unerwartete Ereignisse oder eine Überraschung, aber das trifft angenehm die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist die Thema Nummer 1, Liebe, Partnerschaft und hier kommen Erinnerungen, Vergangenheit, alten Wunden, alten verletzten Gefühlen. Dann fließen die Tränen, entweder trifft das direkt die Löwengeborenen oder gibt jemand von Vergangenheit, wo an die Löwengeborenen denkt und bekommt Sehnsüchte und das spüren sie die Löwengeborenen. Und das sind natürlich schmerzhafte Erinnerungen, aber auch Neuigkeiten, auch die Hoffnung, dass was etwas Neues kommt, kann natürlich auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und kommt eine Versöhnung. Und hier haben die Löwengeborenen eine wichtige Lernaufgabe, die Vergangenheit abschließen und im Vertrauen bleiben. Dieser Neuanfang hat mit Vergangenheit jetzt nichts zu tun, also nicht zweifeln all das, was in die Liebe jetzt kommt, sondern in Vertrauen bleiben und diese Zweifel überwinden. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren, ändert sich etwas in wohnlichen Bereich, in wohnlichen Situation. Entweder ist das ein Rückzug und sie genießen gerade ihren Zuhause oder ändert sich etwas im Haus, in Wohnung, Renovierung oder neue Einrichtung. Bei vielen Jungfrau geborenen kann das auch ein Umzug bedeuten. Aber bewegt sich trotzdem etwas, ein Besuch von Verwandten, von Bekannten oder eine Einladung oder eine Veranstaltung, ein Fest in vertrauten Umgebung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Ideen und das möchten sie umsetzen im Tat, aber sie fühlen sich gerade kraftlos. Sie brauchen noch ein bisschen Zeit, etwas vorbereiten. Und in den kommenden Tagen kommt etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren ist auch die Thema Liebe, Partnerschaft und Vergangenheit, auch verletzten Gefühlen, aber auch Hoffnung, Hoffnung für etwas Neues, dass hier eine Veränderung kommt. Natürlich ist es möglich, dass jemand meldet sich von der Vergangenheit, weil entstehen die Sehnsüchte. Und da klärt sich etwas auf und sind die Chancen da für einen Neuanfang. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben mehr Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber nicht nur in die Liebe haben sie Glück, sondern auch in beruflichen Situationen setzen sie sich ein und möchten sich beruflich etwas verbessern und treffen gerade wichtige Entscheidungen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen schließen die Vergangenheit ab und ein Gespräch kann wichtig sein. Aber die Steinbockgeborenen sollen nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern es wäre wichtig, die Kontakt aufbauen, die Kontakt suchen zu jemand. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen befinden sie sich gerade in einer Wandlung, in einem Veränderungsprozess in allen Ebenen. Es ändert sich etwas beruflich, auch finanziell werden Veränderungen da sein und auch in die Liebe-Partnerschaft. Hier ist auch wichtig, die inneren Unsicherheit überwinden und die Kraft einsetzen, aber zielbewusst. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben auch Erinnerungen, das hat auch mit Liebe, Partnerschaft etwas zu tun, aber sie spüren auch, dass das eine Verbesserung kommt oder Neuigkeiten, entweder eine neue Begegnung oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit und sind die Hoffnung dafür ein Neuanfang. Es kommt etwas in Bewegung, aber diese Tränen und diese Zweifel, das verspüren auch die Fischengeborenen. Und sie brauchen diese Heilung und die Unsicherheit überwinden. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen trifft das nicht zu. Sie spüren die Kraft, auch die Bewegung und das bedeutet für die Wiedergeborenen einen beruflichen Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind eher zurückhaltend, aber es werden
unerwartete Ereignisse kommen, da ändert sich etwas oder kommt eine Überraschung. Etwas, womit die Stiergeborenen nicht rechnen, kommt auch die Wahrheit ins Licht. Sie werden was erfahren, etwas Wichtiges wird mitgeteilt, aber das trifft angenehm die Stiergeborenen. Die tierkreiszeichnende Zwillingsgeborenen sind eher zurückhaltend, die suchen gerade die Ruhe und sie brauchen auch die Ruhe, weil die in Ruhe liegt die Kraft und diese Kraft werden die Zwillingsgeborenen in die kommenden Tagen gut gebrauchen. Und das war mein Tageshoroskop. Und noch die Blitzberatungen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails wirklich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.